Du willst jetzt sicher einen Kuss. Ein Kuss? Da würde ich nicht Nein sagen. Unsere Heldin ist eine ehrgeizige junge Frau in den 1920er Jahren. Tiana wird von Anika Noni Rose gesprochen. Ihr großes Ziel ist ein eigenes Restaurant. Sieh dir das an, Mama. Da will man doch am liebsten gleich losheulen. Ja. Ein Traum, den andere Menschen als unrealistisch und unerreichbar abtun. Ging's schon wieder um das blöde Restaurant? Wo sind meine Pfannkuchen? Deine Chancen, meine Liebe, das Restaurant zu kriegen, sind etwa so hoch wie meine, beim Pferderennen zu gewinnen. Woo! Ihr Dad war Küchenchef und sie will in seine Fußstapfen treten. Meine Figur James ist mit Eudora verheiratet, die von Oprah Winfrey gesprochen wird. Sie versuchen, Tiana zu vermitteln, dass Träume wichtig sind, aber auch geplant sein wollen. Daddy hat so sehr dafür geschuftet. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Tiana, der Traum deines Vaters vom eigenen Restaurant hat sich nie erfüllt, aber er hatte was Besseres. Er wurde geliebt. Ihr Vater sagte immer, sich vom Stern was zu wünschen ist gut, aber der Stern braucht dazu ein bisschen Hilfe. Der alte Stern kann dich nur einen Teil des Weges bringen. Wenn du dich anstrengst und hart arbeitest, wird dir alles gelingen, was du dir vorgenommen hast. Ihre Philosophie ist, sich selbst ihr Märchen wahr werden zu lassen. Sie ist nicht der Typ, der darauf wartet, dass ein Prinz sie rettet. Ich bin Prinz Naveen. Von Maldonien! Ein Prinz? Sie denkt, ich habe so hart gearbeitet, so viel gespart. Vielleicht ist es das. Versuchen wir es mal so. Mit dem Ergebnis hat sie allerdings nicht gerechnet. Anika Noni Rose ist die perfekte Prinzessin. Ihre Stimme ist einzigartig. Ha! Einerseits wollt ihr Menschen sein, aber ihr seid blind für das, was ihr braucht. Anika Noni Rose hat die perfekte Stimme für diese Prinzessin. Ich wollte schon immer für Disney arbeiten. Für mich hat sich ein Traum erfüllt. Es war spannend, wieder einen Musikfilm zu machen. Wir hoffen, Tiana inspiriert andere junge Mädchen. Tiana ist eine starke Persönlichkeit, sehr energisch und zielstrebig. Kommt, Leute! Die Botschaft des Films ist: Folge immer deinen Träumen. Das ist so